Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Walking Dead. Mit dem Fixer am Start und ich wieder am Drücker. Dad. Grüßt euch, ihr Lieben, zurück. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Ja, wir. In der letzten Folge. Wollten wir jetzt gerade zur Mutti hoch? Geschaukelt haben? Nee, wir waren ja bei der Mutti. Nee, wir waren nicht bei der Mutti. Wir müssen doch jetzt essen. Komm. Nee, wir waren doch bei der Mutti. Echt? Was sollen wir da jetzt machen? Pardon me, Brenda. What's on your mind, Lee? Na, frag mal, wie's Mark geht. How's Mark doing in there? Best patient I ever had. Oh, my boys get so much as a scratch and start hollering. He could definitely teach them a thing or two about being tough. I'd still like to check on him. You're gonna have to trust me on this, Lee. I've helped Steve. Ja. I know what I'm talking about. Du hast echt Angst, dass sie den hier in der Suppe getan haben. Die hat den doch schon gekocht. Ja, warum bist du eigentlich draußen und kochst nicht? Not to be rude, ma'am. How come you're out here instead of, you know? Oh, you want to know why I'm not slaving away in the kitchen? Is that it? No, I didn't mean for it to sound like that. Oh, it's okay, darling. Got it slow cooking in the oven. Should be ready before too long. Mark, ne? Hör auf, das mal zu sagen. We ran into some trouble out there. I was just glad you two weren't hurt. Those bandits just don't know when to quit. But my boys, they can hold their own. Mhm. Ja, verhandelt ihr mit den Banditen? Why did you make a deal with those people? We got a thread of humanity left, Lee. We can do more good without them in our hair by placating them. So that's what we do. Think I'll go have a look around. Kinda peaceful out here, ain't it? Enjoy it while you can. You'll probably start hearing those monsters frying against the fence before too long. Sollen wir uns ein bisschen umschauen mal hier noch? Irgendwie mag ich die nicht. Ich kann mal in den Keller gucken. Wir waren noch nicht einmal in dem Haus drin, weißt du? Mhm. Da geht was vor sich. Dem können wir auch nochmal quatschen. Schauke, die haben wir schon ein paar Mal angeguckt. Das geht hier hinten noch nicht. Da ist dann zu Ende, ne? Mhm. Ich dachte, vielleicht kommt man von hinten irgendwie an den Keller mal ran. Hello. Glad I got to use her today. My girl here. Mit nur einer Kuh, ne? Das Spiel deutet auch schon drauf hin, so ein bisschen. It's just a gun. That's where you're wrong. This is Charlotte. She's as faithful as a starving hound when you got a bone in your pocket. Mm-hmm. How do you run this place with just one cow? Used to have more. They get hungry too. Or sick. Got your doctor friend here now, though. You guys must trade for a lot of fuel to keep the generators running, right? People get hungry, and a few loaves of bread fetch a high price. Y'all are luckier on this side of the deal now. Mm-hmm. Hat er gemerkt, dass wir misstrauisch sind jetzt? Mm-hmm. You guys are pretty out in the sticks here. Hard to find. You get many visitors? Not anymore. Bandits, of course. Used to get these school kids on tours back before the dead time. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. Der Mark wird schmecken. Hört ihr zum Schluss? Wir könnten ja mal zu Clementine gehen und ihr die Mütze bringen. Finden wir irgendwo Batterien irgendwie? Du willst die Kamera checken, ne? Ja. Letzte Folge haben wir eine Kamera gefunden. Und das könnte vielleicht. Ich würde gerne sehen, Material was da drauf ist, ja. Ja. Die verrückte Frau, die da erschossen wurde, die hat schon Andeutungen gemacht, dass die Leute hier von der Farm mit den Banditen einiges gemeinsam haben. Gucken wir mal, was Clementine macht. Ach, da ist die Kuh. It's okay, Clementine. You can pet her. It's okay, go ahead. Wow. Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? I don't know. Das ist gut. Nice. So, Cappy. Cappy rein. Here, Clementine. Wie wird es freuen?
Jetzt brauchst du bloß noch Walkie-Talkie, das wolltest du noch haben. My hat! You found it! Das ist aber nicht ihr Hut, oder? I knew you'd find it. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Ja, wie kommt ihr zu dem Hut? I will. Hey, Lee, do you think you'll ever have kids? I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. Gucken wir mal, was hier so rumlischt. Also der Hut war wirklich Clementines Hut. Wie der wohl da hingekommen ist. Zurück. Haben wir ja mal in eine Box geguckt, wo nichts drin ist, ne? Aber der Futterdruck war voll. Leckstein. Und nicht dran lecken. I wanna play in the hay. Just stay close to your mom for now. Okay. Was will man denn im Heu spielen? Sag das jetzt nochmal, wenn ich das angucke, ja? Professionell, Let's Play wieder hier. Was denn? Düdelüm. Was willst du meinen? Kommt der Junge jetzt nochmal und sagt das gleiche? I wanna play in the hay. Okay. Just stay close to your mom for now. Genau. Okay. Du wiederholst dich, Junge. Muss nochmal probieren? Nein. So. Irgendwie gibt's hier nicht wirklich was zu sehen, ne? Aber das ist vielleicht Sinn und Zweck der Sache, damit du dann irgendwann aufgibst, hier reinzugucken. Und dann das Wichtige verpasst. Ah, hier sind wieder diese Kisten. Die kann man ja nehmen. Empty. Leere Milchkartons. Sonst gibt's hier nichts, wa? Nee. Auf der anderen Seite waren auch noch Boxen, oder? Hier geht's noch raus. Kann man hier reingucken, ja. Wir müssen alles durchsuchen jetzt. Natürlich. Überall Lecksteine, guck. What's this? Schubkarre voller Zeug. Turnschuh. Batterien wären nice. Looks like a bunch of old dirty clothes. Ooh, smells pretty foul. Von vielleicht ehemaligen Gästen der Farm. Genau. Das ist so mein Gedanke gewesen. Okay. Ist doch abgeschlossen da, ne? Hängt da ein Vorhängeschloss dran. Gucken wir hier rein. Hat irgendwo noch einen Dauder? Ne. Ein Dauder? Ein Dauder. Dauder. Ein Dauder, Router. Ne. So, eine Box haben wir noch, oder? Mhm. Hab ich richtig gezählt? Oh, da ist ja Bürste. War da jetzt auch nichts, oder was? Ja, das ist ja hier eine richtig gute Kameraeinstellung. Sieht man ja richtig viel. Zu vorne an der Ecke noch was? What's here? What's the business? Nichts. Jetzt versuchen wir da nochmal rauszukommen, aber ich denke, das ist abgeschlossen. Da hängt so ein Vorhängeschloss dran, siehst du das? Ja. Aber wir haben eine Axt. You found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff and something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? I'll protect her no matter what. I know you will. Look, that guy with Katya, what's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure. So go find a hammer or something, and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal on those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor. What'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Go to seven. Hey, Lee, you know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Well, you're, you know,
Urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Doch, so irgendwelche Scheiße. Das ist geil. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly. Have a peek inside and then replace it all again like nothing ever happened. That's good. All right. Sounds like you got a plan. Ein bisschen I'm gonna keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Kannst du mir mal einen Schraubenzieher geben? Kenny thought he heard a noise. He's a little jumpy, huh? Well, we're all sure glad his wife is here. She's a lifesaver. You got no idea. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Am Ende sind die echt übelst lieb. Wir täuschen uns die ganze Zeit, weißt du? Weil, jetzt das, nicht, weil das Spiel jetzt auch schon so Anspielungen macht. Es sind halt viele, viele Sachen, ne? Die... Denke Andy ab und mir ist das schön zu machen. Okay. Ja, aber gerade weil du schon so skeptisch warst, da habe ich es vielleicht auch geglaubt. Aber jetzt, da das Spiel schon das so macht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das wirklich so gedacht gemeint ist. Quatsch mal ein bisschen mit Andy vielleicht. Hey there, Andy. Yeah. So ein Schraubenzieher. Wie geil. Nee. Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I can't remember now. Sorry. All right, all right. Be right back, Doc. Ja, aber wir haben jetzt selber keinen Schraubenzieher, ne? Kann ich die zumachen? Achso, ich geh raus. Bist du raus, okay. False alarm, I'm back. Verdammt. Hätten wir erstmal wieder zurück zur Tür müssen, zum Kollegen hier? Mit zum Kenny dann wieder erst zurück, oder was? Ich komme das Schlüssel nicht von der Tür. I tried distracting Andy, but he keeps coming back. There's gotta be something out there you can mess with to keep him busy for a while. What about those generators? An denen wird er eine Weile fummeln, das hat er ja schon mal gesagt. Soll ich die wirklich sabotieren jetzt, den Generator? Ja. Aber weißt du, was uns dann immer noch fehlt? Was denn? Ein Schraubenzieher. Ja. Vielleicht finden wir ja noch einen. Wo könnte einer sein? Oh. So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just fine. Plus, I had my boys to help out. I couldn't do it without them. Hoffentlich verstehen die sich gut, ne? Es gibt keinen Stress. Was war da? Hat was geblitzt, ne? Ah, Schraubenzieher. Wird nichts sein. Wo werden wir so einen scheiß Schraubenzieher finden? Hatte der nicht, der hat doch vorhin an den Generator rumgebastelt. Gibt's da nicht eine Toolbox oder so? So eine Werkzeugkiste? Also mal gucken gehen. Generator. Da muss es doch irgendwo eine geben. Da ist da eine auf dem Tisch steht das. Gut mitgedacht. Schraubenzieher, das Ding nehmen wir. Multitool. Just gonna borrow this for a second. Guck mal, klären wir, ob wir zum Generator gehen können. Und dann noch was. Aber wenn ich jetzt den Generator sabotiere, dann braucht er ja Werkzeug und sieht, dass da Werkzeug fehlt. Das könnte wieder Misstrauen verursachen, weißt du? Jetzt kannst du den Multitool nutzen. Ja, ich kann es ja ausmachen. Guess I'm gonna need a screwdriver for this. Ja, haben wir doch, Mensch. Aber es ist natürlich auch gefährlich, ne? Wenn Strom ausstellen, dann könnten die auch Leute rein. Ja. Ich find's auch irgendwie blöd. Mal gespannt. Benutze das Multitool für den Riemen. Werde ich den zerschneiden? Das wäre echt bitter. Das möchte ich natürlich nicht. Das können wir mal machen. Ich probier's mal so. Ow, damn it! Thing is moving fast. Ich hoffe, ich zerschneide den nicht. Ow, damn it! Thing is moving fast. Dann mach's erstmal aus. Jetzt vielleicht mit der Hand. That thing is all too tight for my bare hands. Okay.
There, that should do it. Ach, das nehmen wir mit, oder wie? Es fällt überhaupt nicht auf dann, ne? Fucking Danny, where'd he find this piece of shit? Oh, fucking thing threw a belt. Damn it, Tom. Ah, son of a fuck. This take forever. Okay, das wird ewig dauern. Perfekt. Um mal einen Blick hinter die Tür zu werfen. Oh, ich bin gespannt, ey. Wenn das mal nicht in die Hose geht, ey. Ich finde, da ist nichts. Ich finde, da ist irgendwas ganz Normales dahinter. Ich weiß es aber halt nicht. Wissen sie nicht, ja, das ist es halt. Okay. Wollen wir die mitnehmen irgendwie? Klar. Multitool gefunden, los geht's. Nothing to stop you now. Was? Was? Was hat er gesagt? Ich kann nicht mehr helfen, oder was? I picked up something I think could help with the lock. Nothing to stop you now. Ach so. Ich konnte absolut nicht so schnell gelesen. Ich kann nichts aufhalten mehr jetzt. Sehr un- Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Okay, honey, let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Wir gucken aber noch schnell dahinter. Ach, ich bin aufgeregt. Oh, ich auch. Gott verdammt. Ach, verdammt. Ich wollte doch nicht gucken. Ich wollte das. Mach hin jetzt, es gibt Essen. Mark. Schmeiß die Schrauben nicht weg, die müssen gleich wieder rein. Bitte nicht einzeln alle Schrauben. Ja, doch. Es muss sein. Weil hier drüben wären es auch vier gewesen. Ich dachte jetzt, hier drüben sind es bloß zwei, weißt du? Lass ja die Schrauben alle fallen, oder was? Okay. Was ist hinter der Tür? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Boy, didn't you hear the bell? Dinner time. Why was there so much blood in there? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house, so you see, nothing to worry about. Ja, möglich, ne? Warum ist der jetzt nicht sauer, dass wir das aufgeschlossen haben? Also aufgeschlossen und aufgemacht? You are angels. Das wird immer wieder sehr skeptisch wirken. Excuse me, miss. We had to block the back door after Walker got upstairs. Don't Was? Worry. That was a while ago, and I ain't been back inside since. Everybody sit down, I'll go get the meal. Oh, Where's Mark? This is a delight. I could eat a horse. Where's Mark? Now don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Wir gehen natürlich nicht Hände waschen. Sondern gehen rauf zu Mark. Was ist da? Walkers aren't getting through that thing. Hä? Was ist das? Ein Kratzer. Mark? Weh, der liegt jetzt nicht oben. Ist das alles? Ach, ist das bitter. Meinst du, der liegt in seinem Bett? Ich hab keine Ahnung. Aber die hat doch gerade irgendwas erzählt von, wir mussten den Walker oben einsperren. Warte mal, da ist, geht das Kabel rein? Was ist denn da? Handtuch. Handtuch. Medikamente. Kerzenschachtel. Batterien brauchen wir auch noch. Mülleimer. What is this stuff?
Looks like a bunch of medical waste in here. IV tubes, saline. What would dairy farmers need with this kind of stuff? Hm. Geht das Stromkabel hin? I guess someone needed some first aid recently. Ja, Mark zum Beispiel. Musty as hell. Schön muffig, hm. Okay. Willst du nicht alles angucken? Ne, das war ziemlich uninteressant, finde ich. Ich würde den Schrank gerne wieder zumachen. Soll ich das alles mal anklicken, meinst du? Ja, klar. Where is that cord going? Hm. Gute Frage. Candles. Smart. What do they need so much morphine for? Das war's, ne? Hm. Jetzt ist der Schrank offen. Ich dachte, ich kann den wieder zumachen. Schlafzimmertür. Das Bett ist leer. Flecke. Is that blood? Farm books, cookbooks, nothing out of the ordinary here. Ich denke, da ist was Interessantes dahinter. Weil das Kabel da hinten in dem Schrank ging durch die Wand, also muss hinter der Wand ein Raum sein. Irgendwo muss das Kabel da hingehen. Ja. Ist hinter dem Regal vielleicht ein geheimer Gang. Where the hell is Mark? Thought Brenda said he was up here resting. Das ist aber nicht hier oben, ne? Wieso? Feels like there's a storm coming. Okay. Hier noch was? Ne. Aber ich kann das Bücherregal auch nicht irgendwie bewegen oder so. Ne. Hast du wirklich alles im Schrank angeklickt? Ja. Ne, sonst geht hier nichts. Ich kann das Kabel natürlich ausmachen, ne? Ich kann das Kabel kann ich noch ziehen. Stecker. Gucken, was da passiert. Wollen wir es ausprobieren? Ne, das ist klar. What the hell? Sag doch, da ist was dahinter. Aber hier kommen wir nicht rein. Vielleicht haben wir jetzt nämlich dadurch noch eine andere Option im Zimmer. Da! Ja. Deswegen alles immer einklicken. Komm, mach. Jetzt ist da nämlich Licht auch hier, siehst du das? Aha. Also, die haben auf jeden Fall was zu verbergen. Ja, ein Geheimnis haben sie auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir bekommen das raus jetzt. Wir werden nicht erwischt, Mann. Ah. Die Beine abgehakt. Alter! What the hell happened to your legs, man? Don't eat dinner. Alter! Ich glaub's nicht! Was hab ich gesagt? Clementine! Schnell runter! Ach du Scheiße, diese Assis! Schnell, renn rein in die Küche! Yes, Lee. It's all people in here. Sit down. Your supper's getting cold. Lee, Jesus, man. Did you find something? Oh, sit your ass down, Lee. This lady has made you a meal. Yeah, Lee. What's gotten into you? Oh, die essen das alle. They could use some goddamn manners. You're eating human meat. That's crazy. What the hell? Ridiculous. I'm scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. There's always something with this guy. Mom, I was eating that. What is going on? Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that meat to better use. Oh, I'm gonna puke. We outnumber you.
Lee. That's not a very nice thing to imply. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways, one way or another. Like y'all. Na super. Clementine, run! Nobody's going anywhere. Fuck, fuck. We got lots of use for y'all right here. What the fuck? The fucking black Put fuck. Your guns down! We're walking Don't out of go here! Near my fucking Mommy, family. I don't want to die. Mommy, what did I eat? We're screwed. Was? Was machst du? Ich wollte nur eins runterscrollen. Let go of her, you son of a bitch! Oh Gott, jetzt kommt die Banditenwetten. Oder Mark kam runter. Und Mark ist vielleicht schon tot. Und du weißt, was mit Toten passiert. Ja. Diese Vollidioten, ey. Please. Someone. Come on. What the? Wie krass ist diese Episode? Yo, sick fucking bastards! Open this door, goddammit! I will knock the goddamn door down! It was a person. I ate meat from a person. Does that mean I'm gonna turn into... No, Clem, it doesn't work like that. If he would have stopped us in time! Come on, Dad. Now's not the time. You okay, Clementine? They didn't hurt you, did they? Mm-mm. Open up! Lee, those psychos have my family, and we're stuck in a damn meat locker! We gotta get the fuck out of here! This goddamn dumb sucker was the one who brought us here! Will you all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. You're worse than the walkers! Dad, please! Lass mal alles durchgucken. Alter, was ist hier los? Das ist krank. I'll rip their goddamn heads off! I'll break that damn door down! Dad, you can't get... Das Herz schon im Herzen. Easy! Der darf jetzt Dad! Nicht sterben, du weißt, was God, passiert. Ja. He stopped breathing. I think he's had a heart attack. Shit. Is he dead? He's tot. Not dead. Somebody help me. Was? If he's dead. He's not dead. What has to happen, Lee? Think about it. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned? What are you saying? Lily, I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a 6'4", 300-pound, seriously pissed-off dead guy. Fuck you! We can bring him back! Lee! We'll mourn him later. But right now, we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny! He's not dead! Lily can still save him. I wish she could, believe me, I do. But that man is dead. You both know what happens next. Kenny, listen! Don't think I forgot about what you said at the drugstore. When you all thought Duck was bitten. Well, I'm just doing the same thing. Except Duck wasn't bitten. And we know this guy's not gonna make it. Remember what Ben said. You gotta destroy the brain. Come on, Lee. You can't be in the middle on this one. You gotta have my back this time. God damn it, Lee. I need you! Please help me! Come on, Dad. Entscheide dich. Come on. Wir helfen dir jetzt erstmal. Wir können jetzt viel immer noch umbringen. Lee! Ich glaube, die Entscheidung gibt's ja nicht no, mehr. No, I don't think so. Okay, let me take over. Keep checking his pulse. Leckstein. Are you stupid? He's gonna turn. You're putting all of us at risk, you son of a bitch. You're fucking worthless, Lee. So, just so. What the? No! Kenny, what the fuck? I'm so sorry. I just... It had to be done. You don't know that! Yes, I do, Lee. And so do you. I was counting on you, man. Fuck Sorry. It. I know. Don't you fucking touch me!
you okay? Is it over? I don't know. One of the brothers could come back any second. We need to find a way out of here. Okay. I know. But you gotta be strong right now. I need you to be strong. Think about something else, something hopeful. Like what? Someplace safe where no monsters can get you. We're gonna get out, right? You found a way out? Ja. I'm working on it. Ich habe eine Idee. Die Idee ist, Clementine wird klein genug sein, um durch den Lüftungsschacht zu klettern. Okay. Oder ist das nur das Kühlaggregat? Genau. Maybe big enough for one of us to fit through. Clementine. Does the air conditioner come off? I think I could take it off if I had something to remove the screws. Na, haben wir nicht auch noch unser Multitool? Of course they took it. Shit. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. A rock won't help. But a coin might do the trick. Do you have a coin? Uh-uh. Aber eine Niete am Basecap. It's not coming off that way. If we can remove these screws, ja, komm. The AC should come down easily. Wir suchen was zum Schrauben, komm. Was haben wir hier? Wir haben Leckstein, Clementine. Wir können mit dem reden. Okay, versuchen wir den erst nur zu beruhigen. I don't want to hear this. Wahrscheinlich. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we want to survive this shit, we gotta have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. You talk a big game, but could you do the hard thing if it was Katja or Duck? It's never gonna come to that. Not if I have anything to do with it. For all we know, the St. John's might have... No! They need Katja, remember? She's the whole reason they brought us here. And no doubt they're using Duck as a bargaining chip. I hope you're right. I know I'm right. I just gotta get to him, that's all. Okay, ich hatte gehofft, damit ein bisschen mehr Verständnis bei ihm erwecken zu können. Ich brauche Listen, Münze. I need a coin or something. It's important. It could get us out of here. Well, I got nothing. Komm. Digga, du musst was haben. Look, if we're gonna survive this shit, we got to work together. How do you expect Lily to work with us after what she just saw you do? If she wants to live, she'll work with us. If she doesn't, then the hell with her. Scheiße. I'm sorry, Lily. He was still alive, Lee. He was still alive. I'm sorry, Lily. I truly am. Larry and me, we might not have got along so great. But I know he would have done anything to protect you. He was a good father. I think I may have found a way out of here. But I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver, a coin or something. No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but back at the motor inn, Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. Do what you have to do. Okay. Da könnten wir natürlich was finden. Any idea which der Unterkiefer ist noch da, ne? Mhm. Punkt. Still carried his wallet. Da ist doch wahrscheinlich wird doch wohl Geld drin sein, oder nicht? A ring. My mother's. Don't worry, I'm not taking it.
two quarters. Ah, okay. And a dime. Gut, dann gehen wir den Lüftungsschacht öffnen. Aber. Ja. Just gotta remove these screws in der nächsten Folge. Ja. Ja, dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und gucken, ob wir die Sachen hier mit Kleingeld lösen können. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Schaltet wieder ein. Ciao. Ciao.